Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Chaos-Kanal bei Svenny. Ja, oh, ihr seht seine Kohlen, ne? Ich habe den Kredit voll ausgeschöpft und habe noch zwei Flächen dazu gekauft. Mehr ging erstmal nicht. Wir können gleich die Mission abschließen. Ich bringe gerade den Schlepper zum Hof. Dann können wir auch gleich den Dreschkasten schon wieder rausholen. Weil wir müssen noch was dreschen. Ja, zwei Flächen dazugeholt, fertig aus. Ich sehe Lex, ne? Wir können hier, glaube ich, echt nur über die Fläche kommen. Oh, tut mir leid, ey. Das Problem ist nur, manchmal kaufst du eine Fläche und kaufst dann 37.000 Gebiete dazu. Ich habe das Stück daneben uns noch gekauft, neben der großen Fläche habe ich die andere große Fläche jetzt gekauft. Habe diese kleine Ecke noch gekauft. Dass wir da noch Gras säen können. So ist mein Plan. Auf die andere große Ecke, die können wir dann pflügen, bearbeiten. Hier müssen wir da auch. Muss ich ja überall noch Kalk streuen, ne? Kommen wir zu nichts. Weil ich euch ja eben hier kurz das zeigen wollte. Und dann bringe ich eben direkt einen Schlepper zum Hof. Weil hier muss der Grubber hinter. Muss hier eine Fläche da eben grubbern und dann pflügen wir die, machen die größer. So, fahr mal hier ein bisschen schneller. Moin, 2CV, ne? Kennt ihr den Gruß, ne? Hier, 2CV. Müsst ihr euch merken, ist hier Standard. Oh, du stehst auch mitten in den Weg. Tüfte. Ich komme hier echt zu nichts, ne? Irgendwas. Oh, wir müssen den Dreschkasten rausholen. Stimmt, stimmt, stimmt. Aber du musst eigentlich grubbern. Wenn du die richtige Taste drückst. Nee, du kriegst Ding. Haben wir einen Grubber? Natürlich haben wir irgendwo einen Grubber rumfliegen, aber wo? Da, da, da! Nimm den doch einfach mit, Sven. Haben wir ein Gewicht dran? Nee, Gewicht. Wir nehmen den da so lange, wa? Ha! Wäre ja gelacht. Achso, ich wollte hier Mission abschließen. Aber vorher zahle ich mal eben die Kohlen am besten schon zurück, oder? Hier, da, abschließen. Ja, wir können jetzt natürlich noch völlig durcheskalieren und die beiden Missionen eigentlich machen. Aber... wo ist das überhaupt? Nee, wir müssen uns jetzt um unsere Flächen erst kümmern. 5 und 9? Stand da 5 und 9? Stand da wirklich 5 und 9? Zeig doch nochmal. Feld 5. Und 19. Wo ist 19? Wisst ihr was? Ich glaube, wir lassen den Grubber erst noch hinterweg. Wie gesagt, ich habe die Fläche dazu gekauft, ne? Hier, die ist erntereif. Die holen wir gleich runter und habe die Stück noch dazu gekauft. Das Problem ist natürlich, du kaufst hier alles dazu, ne? Genau wie da. Ja? Ich wollte erst diese Fläche noch dazu haben oder die. Ja, aber das kannst du vergessen. Deswegen habe ich diese Ecke damit zugenommen. Da machen wir schön Gras hin. Aber ich glaube, wir werden eben nochmal den Düngerstreuer nochmal hintermachen. Ah, das nehmen wir eben mit. Wisst ihr, das ist zu viel Kohle. Das können wir nicht liegen lassen. Nee, das mag wir eben. Hier ist mal, was war das? Feld 5? Vertrag akzeptieren. Und hier Vertrag akzeptieren. Das machen wir auf jeden Fall noch. Weil sicher ist sicher. Dann können wir nämlich schon wieder ein bisschen Kredit zurückzahlen. Oder auch noch nicht, weiß ich nicht. Hä? Ist alle, alle? Alle, alle. Egal. Wir müssen eh nochmal wieder zum Hof. So, Feld 5. Klingt noch ein Plan. Erst Feld 5, ne? Oh Mann, ey. Feld 5. Wir sind hier. Wir können rein theoretisch unten lang vorne, wenn ich was sehe. Kaum nichts. Richtig, richtig, richtig. Hier eben lang geschossen.
Ja, läuft. Perfekt. Zwar nicht so, wie es soll, aber wir kommen voran. Das ist Feld 4. Da ist Feld 5, ne? Hier müssen wir doch hin, oder? Oh, ich glaube, hier ist die bessere Linie, ne? Dann mach mal Taste Horvi, beeil dich. Sag aber Bescheid, wenn du fertig bist, dass ich das mitkriege. Ich hab's verkackt. Ich hab eben den letzten Rest. Weißt, es muss sich zukaufen auf der Fläche. Hab nicht aufgepasst, ne? So, lange Rede, gar keinen Sinn. Das machen wir gleich. Ich muss das noch fertig machen. Aber ich kann euch ja jetzt nicht schon wieder Kalkstreuen zeigen. Aber ich kann den eben hier beiseite fahren. Nix. Stell den eben hier hin. Schippe rausholen. Das Gewicht hinter. Ja, perfekt. Wir hätten den Mädchengang da reingemacht. Den müssen wir nämlich eben noch hinter machen. Können wir den Drescher nämlich schon rüber fahren? Du beeilst dich? Er lüpft wieder. Sibbers wäre stolz auf uns. Abfahrt, Leute. Wie bleibt das Schneidwerk drauf? Sieht gar nichts. Seht ihr was? Oh, ist noch drauf. Kann sein, dass sie den Attacher rausgenommen haben. Letztens auf Elm Creek schon Schneidwerk spazieren gefahren. Ich dachte, ich habe das Gefühl, ist gar kein Attacher mehr dran, ne? Ja, das mucke ich nachher oder morgen oder übermorgen. Weiß ich nicht, weil ich Lust habe. Das hier, ne? Dass wir hier in Schwung kommen auf den Projekten. Überall. Richtig Hackengas geben hier. Nicht mehr so lange rumdödeln und nichts machen wollen. Jetzt müssen wir hier überall in die Vollen in den Projekten. Gas geben. Flächen mitnehmen. Was wir kriegen können. Wir auch Action haben und nicht den ganzen guck hier, was sollen wir hier machen? Sollen wir hier Wald pflanzen oder was? Da, guck mal, das gehört uns alle. Sollen wir da den Wald abholzen oder was? Ich hatte eigentlich nicht vor, Holz zu machen. Ne? Hier flügen wir nachher den ganzen End, flügen wir alle wieder schön weg, dass der Acker richtig groß wird. Mähen wir den Schoß oder weg. Oder auch nicht, weiß ich noch nicht. So, du warte da mal, ich muss mal hier auf die Straße. Da geht's aber mächtig runter, wa? Hier, das gehört uns. Habt ihr das schon gesehen? Fahr doch da mal beiseite, Mann. Muss ich extra Palaberlampe anmachen, oder was? Franzosen, ne? Weiß auch nicht, was das Volk an sich hat. Schon einer was von unserem Ferguson gehört, ob der fertig ist oder nicht. Ha! Er geht wieder Dreschkosten vorne. Ich ist schon lange nicht mehr. Upsi. Und jetzt hier bei Hackengas. Gucken, was das Zeug so bringt. Mag meine Rechner gerade nicht, wa? Zu viel Input.
Kommt zum Glück kein Strom raus. Rollerlampe aus. Wir müssen aber eben ein Bildchen machen. Warte. Raus, runter. Geht die Hasebrille runter und doch. So sieht schöner aus. Aber ein Bild. Druck. So, Hackengas hier. Eigentlich habe ich da gar keine Zeit für, ne? Ich bin hier voll pleite und fahre schon wieder alleine Drescher, ne? Vielleicht könnten wir die Ecken auch zusammenlegen, dann haben wir einen so einen Riesenacker, aber das wäre wirtschaftlich jetzt nicht so schön, ne? Aber irgendwann können wir das machen. Ja, was wir damit machen, weiß ich auch noch nicht. Wahrscheinlich Bäume pflanzen, wa? Das gehört uns. Kannst ja auch schlecht umflügen, ne? Weiß ich auch nicht. Psst. Das war nicht so günstig, dass ich das damit kaufen musste. Was macht denn mein Schlepper da hinten? Oh, hier müssen wir aber, glaube ich, mulchen, ne? Aber will ich Korn? Müssen wir uns so einen Mulcher kaufen? Aber wir müssen jetzt eben da hinten gucken. Und der braucht aber noch ein bisschen. Boah, geht da ein Dünger drauf. Ja, mach die noch länger an! Da fehlen mir die Worte, echt. Der braucht auf dem Feld mehr Dünger wie auf der 26 oder was? Das kann's doch nicht sein, oder? Naja, nicht wundern. Bringt eh nichts. Hier unsere neuen Nachbarn, ne? Könnten ruhig mal so ein paar Euro rüberbringen, ne? So jetzt auf gute Nachbarschaft, so eine Mille oder so, könnten die doch mal bei uns in der Tasche wirtschaften, oder? Hier müssen wir echt mulchen, ne? Kann man das so pflügen oder muss man das mulchen? Ich schätze, da müssen wir mit dem Mulchgerät drüber, aber wir haben gar keine Mulchgerät. Müssen wir noch kaufen, ne? Alles muss kaufen. Aber wir pflügen hier. Nee, dann machen wir das nicht. Wird eh umgepflügt. Wir rechnen mit dem Fluch hinterher. Ja, so ist halt, liebe Leute, ne? Chaos pur. Kohlen ausgegeben. Keine Ahnung, ob wir das jemals wieder reinwirtschaften, ne? Aber muss laufen hier, der Hof. Weinbau AD. Ich glaube, da mal ein extra Safe Game für Weinbau, oder? Soll ich mal ein extra Safe Game für Weinbau machen? Wenn ja, mal bitte in die Kommentare. Machen wir mal so ein Safe Game mit Weinbau, aber. Wenn, dann geht das ja auch bald hier nur irgendwo in den Berge. Oder wir machen da Weinbau. Das kann man machen, ne? Da hinten, da. Das wird gehen, das machen wir dann im Frühjahr. Bis dahin sind wir eh pleite. Kommt auch nicht viel zusammen, ne? Kannst ja auch ein paar Kilometer drüber fahren, bis da was im Tank ist. Wozu braucht man das Zeug hier? Hier ist er, da kannst du gut von auf den Pott, oder? Ah ne, das ist Weizenkleie, oder? Ja. Gleich Helfer kaufen oder was? Weiß ich auch nicht. Jetzt mal eben zum Hof fahren. Voll machen. Ne, wir fahren hier lang. Ne, wir können auch da lang, oder? Ne, können wir nicht. Wir fahren hier lang. Ja,
Ey, manchmal muss ich mich echt über mich selbst wundern, was für ein Schrott ich spiele, ne? Es ist nicht einfach mit Svenny. Ich weiß, nicht so brackeln, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen Düngeritis machen. Wir müssen dreschen. Wir müssen plögen schon wieder. Hier müssen wir irgendwann mal was im Bogen drücken, wenn wir mit Kalten fertig sind. Dann können wir in den Wald gehen, weil wir da wollen wieder Weinbau machen. Wir haben noch kein Holzequipment. Läuft. Nicht. Da kommt nichts. Habe ich gesehen. So langsam, langsam. Mal auf den Hof. Wegen der Asphaltabnutzung dürfen wir auf unseren Hof nicht so brackeln. Ne? Muss immer vorsichtig vor. Kurz sonst alles Asphalt. So. Schöne, schöne Bescherung. Schon wieder kaufen hier. Dann machen wir 3 Stück. Ah, da hinten ist der Körner, der Corley. Corley. Corley ist der beste Freund der Schweinebauern, ne? Die haben da mal Lässe mit. Als Rinderbauer brauchst du nicht so viel Corley streuen. Als Schweinebauer ist das dein bester Freund, Corley. Dafür kriegst du aber irgendwann Phosphorprobleme. Oh egal. So, Feld 19 müssen wir noch, ne? Oder wie war das? Aber das macht man ein andermal. So, liebe Leute, ich sag erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn es so ein bisschen Chaos-Folge ist, aber wir haben ziemlich viel um die Ohren. Ja, und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!